In Kiel begrüße ich Robert Habeck von den Grünen, den alten und wahrscheinlich auch neuen Umweltminister. Guten Morgen nach Kiel. Hallo, guten Morgen. Ihre Basis muss dem Koalitionsvertrag jetzt allerdings erst noch mal zustimmen. Könnte es sein, dass Schwarz-Gelb-Grün am Ende doch noch scheitert? Ja, es kann sein, selbstverständlich. Das Votum ist ja nicht eine formale Angelegenheit, sondern eine ernste Befassung mit dem Koalitionsvertrag. Vielleicht auch mit den eigenen Vorurteilen oder Vorstellungen. Ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, da reinzulesen, was wir verhandelt haben, dann ist eine gute Chance, dass der Koalitionsvertrag auch eine Zustimmung bekommt. Das ist echt ein gutes Dokument geworden. Sie sagen eine gute Chance. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie durchkommen damit? Naja, ich habe schon mal eine Urabstimmung bei den Grünen. Die ist nicht so ausgegangen, wie ich es mir gewünscht habe. Deswegen weiß ich nicht genau, wie es ausgehen kann. Aber die Leute, die jetzt enger dran waren, die also schon wissen, was da dran steht, die da drin steht, die sagen, das ist ein gutes Dokument. Und zwar auch Leute, die eigentlich sehr skeptisch Jamaika gegenüber gestanden haben, noch skeptischer als ich. Und deswegen glaube ich, es gibt eine faire Chance, dass es gelingt. Es gibt so ein Streitthema, was auch die Koalitionsverhandlungen belastet hat. Das sind so Verkehrsprojekte. Einmal der Weiterbau der Autobahn A20 und dann der Tunnel unter dem Fehmarnbelt. Keine Angst, dass die Basis tatsächlich sagt, anhand dieses Punktes, ihr habt gar nichts erreicht? Ja, das ist wahrscheinlich der falsche Ort, um so einen Streit auszutragen. Denn faktisch sind die Würfel ja längst gefallen. Also im gewissen Sinne kann man sagen, an der Stelle haben wir uns eine Niederlage selbst bereitet, weil ja die Planfeststellungsbeschlüsse für alle Abschnitte der A20 und auch für den festen Fehmarnbelt schon entweder in Arbeit sind, also schon in der ersten Version vorliegen oder schon verabschiedet wurden. Das sind keine, wie ich finde, tollen Projekte. Die Zukunft wird damit auch nicht beschrieben, aber der Ball dafür liegt in Berlin. Wir hätten da nicht die große Front aufmachen müssen, wollten wir auch gar nicht. Faktisch ging es nur um redaktionelle Überarbeitung. Wir wollten schon zugeben, dass das jetzt alles so kommt, aber wir wollten nicht noch dafür beschimpft werden, dass wir das so lange kritisch gesehen haben. Eigentlich ging es nur darüber. Und der Konflikt war eigentlich einer über verschiedene Parteikulturen, würde ich denken. Wir haben gedacht, Nachverhandeln sind immer möglich. Und die FDP hat vielleicht eher gedacht, jetzt ist auch mal Schluss mit Reden. Und da muss man erstmal sich ein bisschen kennenlernen. Da sieht man auch vielleicht, wo möglicherweise die Reibungspunkte in Zukunft liegen können bei dieser Koalition. Wir wollen das einmal auch auf die Bundestagswahl gucken. Wir haben aktuelle Umfragezahlen vom Deutschlandtrend. Die sind heute rausgekommen, hat Infratest DIMAP für uns erhoben. Und da sieht man, außer einer großen Koalition wäre eigentlich Jamaika die einzige stabile Mehrheit, die es im Bund geben könnte. Also es könnte vielleicht auch für Schwarz-Gelb reichen nach dieser Umfrage, aber Jamaika wäre dann auf alle Fälle stabil. Heißt das, wenn Sie in Schleswig-Holstein jetzt scheitern mit dieser Konstellation, gäbe es im Bund auf alle Fälle wieder eine große Koalition? Na, so rum kann man vielleicht noch eine Ableitung treffen. Wenn das hier schief geht oder auch in den Koalitionsverhandlungen schief gegangen wäre, dann hätte man wahrscheinlich verallgemeinert und gesagt, noch nicht mal da, wo die Voraussetzungen und auch der Wille eigentlich erkennbar sind, da gelingt es, jetzt können wir es überall anders knicken. Aber umgekehrt wird auch kein Schuh daraus, dass man jetzt sagen kann, falls es gelingt, ist das ein Modell für den Bund. Denn diese Koalition käme unter sehr besonderen Voraussetzungen, landesspezifischen besonderen Voraussetzungen zustande. Nicht zuletzt das gute Wahlergebnis der Grünen in Schleswig-Holstein, das uns ja einen klaren Regierungsauftrag gegeben hat. Und nur mit diesem breiten Kreuz konnten wir gute Verhandlungen führen. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen dafür, die man nicht einfach übertragen kann auf den Bund. Und deswegen ist es jetzt erstmal eine Antwort für Schleswig-Holstein, Punkt. Und würden Sie es ausschließen für den Bund? Ich halte Ausschließerei für einfach politisch dämlich, wenn ich das mal so sagen darf. Es wäre ja auch in Schleswig-Holstein möglich gewesen, andere Bündnisse auszuloten, vielleicht zu verhandeln. Große Koalition geht ja irgendwie immer. Bündnis mit CDU, SSW und Grün, der Partei der dänischen Minderheit, eine Ampelkoalition, alles das wäre möglich gewesen, aber die anderen haben alles Mögliche ausgeschlossen. Das ist nicht politisch schlau, dann endet man immer in der großen Koalition. Das muss ja, also diese Alternativlosigkeit haben wir ja länger genug erlebt jetzt. Also ausschließen sollten wir uns von der Backe streichen. Gut, also die Grünen, halten wir mal fest, halten sich offen, auch für die Bundestagswahl. Ein Jamaika-Bündnis wird es aber jetzt erstmal in Schleswig-Holstein geben, wenn die Mitglieder zustimmen. Dankeschön, Robert Habeck nach Kiel.